Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot Randomizer Red. Schon wieder Redlock. Die Redlock. Ja, tatsächlich. In gewisser Weise. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, ich habe einen Plan, wie ich jetzt weiter vorgehen kann. Die schlechte Nachricht ist, dieser Plan funktioniert nicht mehr. Großartig. Ja, ich hatte ja gesagt, ich wollte Pudding trainieren. Das habe ich auch hier auf Route 7 gemacht. Zumindest ein Stück weit. Der Plan war, bis Level 21 oder 22 zu trainieren. Aber ich habe nachgeguckt, die Rockets sind schwach. Maximum ist bei denen wirklich 22. Das würde, wäre mit Pudding kein Problem gewesen. Jetzt kommt die schlechte Nachricht. Ich muss Pudding freilassen. Pudding ist mir beim Training verreckt. Weil da einfach ein... wie hieß das Ding noch? Ich habe den Namen vergessen. Kindwurm kam, genau, ein Kindwurm. Was ich dachte, yay, Kopfnusskritz! Und ja, ich hatte es ja leider schon angesprochen, die Verteidigung von Dick da ist jetzt einfach mal nicht so geil mit... Monzen, bei uns echt quasi eine Katastrophe. Das ist echt scheiße. Das ist echt einfach scheiße. Aber ich habe mir was überlegt, vielleicht, wie ich weitermachen kann. Nur zuallererst mal muss ich jetzt sagen, ja, Pudding. Wie soll ich sagen, schön, dass du dabei warst, aber hat nicht funktioniert. Super. Einfach super. Yay, Bonbon ist wieder alleine. Ich muss ehrlich sagen, Ich spiele schon fast mit dem Gedanken, also ein bisschen quasi spiele schon damit, Bonbon freizulassen. Einfach, weil das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass mir nur Bonbons Partner die ganze Zeit verrecken. Aber nein, das ist Unsinn. Und ja, ich habe jetzt erstmal geguckt, okay, hier auf Route 16 kann ich ja schon ein Pokémon fangen. Das bedeutet, das Erste, was ich jetzt mache, ist, einen neuen Partner für Bonbon zu fangen. Yippie-yay. Da allmählich... Habe ich noch Bälle? Ich habe noch Bälle. Super! Schön! Oder auch nicht. Bonbon macht das schon. Kann wenigstens paralysieren. Ich brauche wieder ein Weibchen. Oh, scheiße, das ist ein Doppelkampf. Ich habe mir jetzt irgendwie so eine Liste angefertigt von Knacklion. Species Claws und das ist schon wieder Mandy. Ich habe jetzt übrigens wirklich mal eine Liste angefertigt von allen Pokémon. Oh, Knacklion ist gefährlich. Das könnte auswegslos haben. Wobei, gut, wenn es männlich ist, dürfte ich es in dem Fall einfach besiegen und nochmal suchen. Ist ja gegen die Regeln. Ich habe jetzt echt eine Liste Gott! Ah, okay, du tust es schlecht aus. Ich habe jetzt... Ich will den Satz mal zu Ende bringen. Ich habe mir jetzt eine Liste angefertigt mit den Namen, die ich schon verbraucht habe. Die ist vor 2 Minuten erst entstanden. Gut, vor 5, wenn ich auf die Paarzeit gucke. Oh, das wäre... Ah. Das steckt in der Zwickmühle. Zum einen, Gehweier ist cool, ja. Ich mag auch Maskeregen sehr gerne. Das Problem ist nur... Das Problem ist die Typkombination. Ja, Gehweier mit Wasserkäfer. Das ist cool, wirklich. Wasserkäfer finde ich eine geile Kombination. Das Problem ist nur einfach, Maskeregen hat Käferflug. Was eine sehr häufige Typkombination ist, schön, das ist jetzt Pumps, aber das Problem ist einfach, es ist die gleiche wie Popinella. Und das ist echt uncool. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Einfach die Schwächen. Das bedeutet, dass ich die beiden weder gegen Feuer noch gegen Gesteins-Pokémon noch gegen Eis-Pokémon, wahrscheinlich noch irgendwas, was ich jetzt vergessen habe, reinswitchen kann. Beziehungsweise, ja, sobald eins von denen kommt, habe ich ein Problem. Ja, gut. Wie gesagt, einerseits cool, andererseits scheiße irgendwie jetzt. Spitzname, ja. Wie nenne ich dich? Ich werde mir jetzt, glaube ich, nach diesem Part dann oder irgendwie so demnächst jedenfalls auch nochmal eine Liste anfertigen, dass ich mir ein paar Namen zurechtlege, die ich noch nicht benutzt habe. Habe ich noch nicht gemacht. Wie nennen wir dich? Wie nennen dich? Genau. Ich weiß nicht warum, aber wenn die Liste hier vollständig ist, was ich jetzt einfach mal hoffe, hatten wir das noch nicht. Ich nenne dich Marzipan. Schreibt man, glaube ich, so Marzipan und RM? Nein. Marzipan.
Ansonsten ist es Marzipan, wenn da doch ein R reingehört hätte. Ich weiß es nicht. Ich weiß, wie man es ist, nicht wie man es schreibt. Dumme Ausrede, ich weiß. Gut. Das ging relativ schnell. Marzipan. Da gehört ein R hin, oder? Boah, ich google das jetzt. Rechtschreibung, so ein Scheiß aber auch. Falscher Alarm, ist doch richtig so. Auch wenn's, wenn man es sich anguckt. Gut, das ist wieder... Ah, kaut sich. Scheiße, schwerneutrales Wesen. Ah, wobei, besser, als dass ein wichtiger Wert gesenkt wird. Es ist schnell. Hat einen schönen Spezialangriff von Anfang. Ist okay. Blubber, Ruckzucki, Blockduft, Nachtsmacher. Ja, das war natürlich etwas, womit ich rechnen konnte. Ich hab ja noch, ich war glaube ich noch mal kurz einkaufen, genau, hab mir, ich glaube Zauberblatt und Niednank habe ich mir noch mal geholt. Du kannst aber bestimmt Psychokinese, oh, du kannst wirklich Psychokinese lernen. Nice. Genau, habe ich Brownie übrigens auch beigebracht, statt was überhaupt, statt, statt Konfusion. Ich bin jetzt gerade fast am Überlegen, ob ich Nassmacher behalte. Ich bin zwar immer der Ansicht, dass sowohl Nassmacher als auch, dass Nassmacher als auch Lehmsudel einfach so vollkommener Bullshit ist, aber wenn wir jetzt mal bedenken, wenn Marzipan sich entwickelt, hat's eine Feuerschwäche. Und Papinella auch. Das bedeutet, ich könnte ja nicht mal rausswitchen. Wisst ihr was? Ich behalte zumindest vorerst Nassmacher. Ich meine, nicht, dass ich unbedingt gegen Feuer-Pokémon kämpfen wollte damit, aber wenn das mal im Kampf passiert, habe ich möglicherweise keine andere Wahl. Eine Wasserattacke habe ich nicht zufällig, ne? Nee. Zauberblatt hätte ich noch. Kannst du Zauberblatt? Du kannst Zauberblatt lernen. Ich bräuchte eigentlich eine stärkere Wasserattacke für dich. Wo kriege ich nochmal Surfer? Wo kriege ich überhaupt Surfer? Das wäre eine Attacke, die wir wohl treffen. Wobei, ist natürlich die Frage, ob ich das lernen kann. Wo krieg ich Surfer? Das ist jetzt eine gute Frage. Was mache ich da für einen Scheiß? So. Wo krieg ich denn mal nochmal Surfer her? Ich weiß es echt nicht mehr. Ah, doch, aus der Safari-Zone. Ich hoffe jetzt. Jo, da bestimmt kämpfen. Natürlich wollte ich kämpfen. Okay. Mist. Wie gesagt, ich bräuchte echt eine. Ich bräuchte eine Wasserattacke. Ich war jetzt noch nicht in der Spielhalle spielen. Könnte ich natürlich machen in der Hoffnung, eine Wasserattacke zu kriegen bei den TMs, aber. Ich weiß nicht, ob ich das will. Okay, zuallererst muss Rossana weg. Das überlebt nie im Leben bei der Angriffe. Oh, es überlebt sogar. Oh, und schreckt zurück. Und Zugabe. Hey, eine Zugabe von voll aufs Maul gebe ich immer gerne, ja? Okay. Und die sind schon Level 29. Wow. Ich wollte jetzt eigentlich nur kurz Fliegen abholen. Um mal zu gucken, wer es so lernen kann. Einfach mal Steinhagel. Aber ich denke, ich mache dann den gleichen Plan, wie ich ihn quasi schon hatte. Ich gehe jetzt dann gleich erst in die Spielhalle und werde versuchen. Psychokinese sollte es ja auch vielleicht gehen. Was du hast zu sagen? Werde dann versuchen, mit Marzipan die Dings zu machen. Die Spielhalle. Bla bla bla, ja, du kommst aus von mir. Vor allem zwei Fliegen. Sehr gut. Damit kannst du in jede Stadt zurückfliegen. Richtig, in jede Stadt, in der wir schon mal waren. Und das ist gut. Ich weiß zwar noch nicht genau, wo ich vielleicht hinfliegen sollte momentan. Was sich lohnt, aber naja. Zumindest können wir es jetzt. Hatte ich nicht sogar gesagt, ich will das Donut fliegen lernen? Das ist sogar der Einzige, der es lernen kann. Und wie gesagt, Coverage-technisch eine Flugattacke war auch eigentlich nichts. Und halt auch Strategie für Doppelkämpfe damit möglich. Gar nicht mal so schlecht. Ist theoretisch dann auch... Hey, das ist eigentlich gar nicht mal so blöd, ihm das beizubringen, sogar wegen Kampf-Pokémon. Das Team hat ja leider eine leichte Kampfschwäche. Wobei ich behaupte, dass...
Wobei. In der Theorie ist Georg wahrscheinlich schon die bessere Methode. Aber ob das so sehr bringt, sicher bin ich mir da auch nicht. Naja. So, jetzt. Erstmal kurz heilen gehen. Dann in die Spielhalle gehen. Und dann hoffen, dass das funktioniert mit meinem Plan. Ich weiß vor allem gar nicht, auf welchem Level sich Gewaier entwickelt. Das könnte ich eigentlich mal gerade nachgucken. Oder ich mach's erst nach dem Part. Und ich weiß auch nicht. Na, wobei. Nee, ich guck das jetzt mal kurz nach, glaube ich, wann Marzipan sich entwickelt, weil, eventuell lohnt es sich lieber, es noch eine kurze Zeit als Gewaier zu behalten, wenn es sich jetzt auf dem nächsten Level schon entwickeln würde, falls es eine Wasserattacke lernt. Moment mal kurz. Okay, meine Befürchtung war quasi berechtigt. Es entwickelt sich auf Level 22, also noch zwei Level. Und auf Level 25 wird es Blubstrahl lernen. Das ist natürlich eigentlich gut. Blubstrahl hätte ich ziemlich gerne. Dann war halt einfach deutlich stärker als Blubber. Mit Blubber kann ich leider nicht sehr viel anfangen auf dem Level. Los geht's. Verschwinde von der Post, aber ich muss. Ich denke, ich werde es dann echt bis Level 25 behalten. Zumindest versuchen. Mal sehen, vielleicht frisst es auch einfach viel zu viel Schaden, dass sich das quasi von vorne bis hinten nicht lohnt. Pudox, schnell, kannst du irgendwas... Hey, Pudox sollte eigentlich okay sein. Ich kann, glaube ich, keine Flugattacken. Das... Ja, ist okay. Ist okay. Eine Konfusion, ja gut, aber... Das war ein Crit, hey. Das ist okay. Das ist okay. Wenn das ein Crit war, ist es okay. Sehr schön. Und, gut, das hat Mondschein. Nicht so schlimm. Gut, ich muss natürlich immer noch vorsichtig sein, aber ich glaube, ich werde echt versuchen, Marzipan bis Level 25 zu trainieren. Um es dann mit Blubstrahl jetzt weiterzuentwickeln. Oh, Mondschein-Spammer, du gehst mir auf den Sack. Das Dumme ist, ich will auch nicht wirklich rausswitchen. Weil Marzipan ja so halt mehr Erfahrungspunkte kriegen würde. Mondschein hat man nur 5 Mal, oder? Weil allmählich... das zehrt nur unnötig AP. Mir fällt gerade auf, ich habe noch nie einen Pudox stallen sehen. Das ist neu für mich. Was? Oh. Pudox, ich hasse dich gerade, weißt du das? Was ist das für ein dummer Trainer? Vor allem ist blöd, dass er jetzt wieder Mondschein einsetzt, bevor er überhaupt den Schaden gefressen hat. Was? Du hast doch Windstoß! Okay, jetzt muss ich rausswitchen. Warum hast du das nicht früher gemacht? Was zur Hölle ist das für ein Trainer? Offensichtlich ein Vollidiot. Gute Frage, wieso hat er überhaupt mit Konfusion angefangen, wenn er... Scheiß Moveset. Warum hat er überhaupt mit Konfusion angefangen, wenn er noch Windstoß drauf hatte? Ich wusste nicht mal mehr, dass Pudox Windstoß lernen kann. Moment, ich bin jetzt gerade extremst verwirrt. Er hat Windstoß, Konfusion, Schutzschild und Mondschein. Windstoß ist sehr effektiv. Womit fängt er an? Konfusion. Okay, danach spammt er Mondschein, bis er wahrscheinlich keine AP mehr hatte. Und dann kommt plötzlich Schutzschild. Was ist hier los? Zubat. Da... Das könnte Flügelschlag. Das ist zwar für beide scheiße, Bonbon ist einfach vom Level her deutlich höher. Oh, und es hat Superschall. Ja, gut. Das hätte ich sogar mit, Wisst ihr was? Ich versuch's. Ich versuch's wirklich mal. Es klingt jetzt bescheuert, aber ich... Heile Marzipan. Und hier kommt Blutzeug. Okay. Warum kein Flügelschlag? Ich bin mir sicher, dass Zubat Flügelschlag können müsste auf dem Level. So, jetzt switche ich
aus, damit Marzipan die Erfahrungspunkte kriegt. Marzipan wird übrigens sowas von überleveln. Einfach jetzt in den... im Versteck. Und jetzt Ruckzuckieb sollte ausreichen. Wunderbar. So kriegt Marzipan wenigstens zwei Erfahrungspunkte dafür. Ist ja nur ein Zubat, also gibt quasi nichts, aber was soll's. Und Bonbon versucht Wirbelwind zu erlernen. Nee, brauche ich nicht. Mist, ja, das denke ich mir auch so ein bisschen. Unser Versteck könnte entdeckt werden. Das ist schön. Aber nicht jetzt, denn jetzt darf ich erstmal zurückrennen, um meine AP wieder aufzufrischen, die du mir ja so wunderbar quasi ausgesaugt hast mit deinem nutzlosen Mondschein. Jetzt mal ehrlich, es wäre doch schlauer gewesen, von vornherein einfach nur, weiß nicht, Windstoß zu spammen. Oder hast du gehofft, dass mit die Psychokinese ausgeht? Weil nein, Psychokinese hatte 10 AP. Wir haben nicht zufällig noch, nee, AP Plus haben wir meine ich nicht. Ich könnte jetzt nachgucken, aber nö, haben wir eh nicht. Die Dinger sind ja selten. So. Seltsam, hinter dem Poster ist ein Schalter. Tja! Sollte dieses Tier an der Stelle. Oh, ich liebe diese Musik. Wobei ich auch sagen muss, dass mir die 8-Bit-Version irgendwie besser gefällt. Okay, bin ich bereit? Na, egal, muss ja sein. Wie kommst du hierher? Da war so ein Typ, der hat mir gesagt, hinter dem Poster, also indirekt hat er mir gesagt, hinter dem Poster ist ein Schalter. Er hat den Schalter gedrückt und bin jetzt hier unten und scheiße. Warum? Das habe ich leider befürchtet, das macht überhaupt keinen Schaden. Pulverschnee sollte aber auch nicht so viel abziehen, eigentlich. Ja, es ist okay. Das wird leider für Ewigkeiten dauern, wenn wir uns auf diese Art und Weise prügeln. Okay, ich nehme alles zurück. Bitterkuss wäre scheiße. Hm, noch eine Ruckzuckieb würde reichen. Wie er vorher jetzt keinen Bitterkuss gemacht hat. Okay. Da hätten wir das geklärt. Remoraid. Bleibe ich daher. Ich bleibe auf jeden Fall drin. Wenn, dann würde ich mir jetzt überlegen, auszuswitchen. Versuch's mal mit einer Psychokinese. Ja, das ist okay. Zielschuss. Muss ich mir jetzt groß Sorgen machen? Ah, ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Jetzt kommt's eises Kälte. Das ist tot. Mhm. Okay, ich habe da bestimmt noch Silbeeren oder sowas, weil ich habe eigentlich keine Lust, die ganze Zeit wieder raus ins Pokécenter zu rennen. Scheiße. Ist hier unten irgendwas? Nee, hier war nur der Ausgang. Okay. Habe ich Tränke noch? Nee, ich habe glaube ich nur Supertränke. Okay, super Trank. Wahrscheinlich werde ich kurz vor Giovanni nochmal rausrennen. Um meine Tränke wieder aufzufrischen dann. Okay, du hast Mut hier reinzuplatzen. Hab ich das? Eigentlich bin ich nur hier, weil ich hier sein muss. Ihr Rocket seid es nicht mal. Meter? Ihr Rocket seid es nicht mal wert, wollte ich gerade sagen, aber. Huch, Meter? Konfusion, Metallklaue. Möglicherweise Bodycheck. Bonbon? Fragezeichen? Weiß nicht. Ja, Metallklaue. Ja, ist okay. Kriegst du glatt den Angriffsboost. Stachelspore. Bonbon, das ist ein ganz schlechter Zeitpunkt, um nicht zu treffen. Und ja, es hat Bodycheck. Eieiei, das könnte schwierig werden. So, und jetzt hast du einfach mal auch massig Pech und kriegst einfach Fullpara in jedem Zug. Hui, das funktioniert ja sogar. Leider mache ich einfach auch keinen Schaden. Ja, Konfusion, ich lag soweit richtig. Mit den Attacken. Und die Verwirrung ist jetzt ganz, ganz blöd.
muss mal kurz was nachgucken. Eieiei, das ist schlecht. Ich habe überlegt, ob ich wieder zu Marzipan wechsle, aber das Problem an Marzipan ist die Verteidigung. Wenn jetzt ein Bodycheck kommt, der wird Marzipan richtig wehtun. Ich glaube, ich heile mich erstmal und gucke, was passiert. Ich meine, ich kann jetzt auch schlecht darauf hoffen, dass er sich mit Bodycheck selbst killt, weil das würde Ewigkeiten dauern. Ich wechsle mal kurz aus. Auf Marzipan. Einfach nur, damit die Verwirrung weg ist. Und vielleicht macht er jetzt sogar Bodycheck. Ja, kann ich mal gucken, wie viel es genau ist. Der Fuck. Okay, ich habe mit viel gerechnet, aber das war ein bisschen sehr viel. Alter. Das war mehr als das Doppelte, was es bei Bonbon gemacht hat. Crit! Ich habe eine ziemlich schlechte Nacht. Ich glaube, wir verlieren jetzt Bonbon und Marzipan. Das war jetzt das zweite Highlight? Ja. Er hat echt mehr als das Doppelte gemacht gerade bei. Egal, ist. Ach, ich habe noch Morgengrauen, ne? Da hätte ich daran gedacht. Ich kann versuchen, es auszustoren, aber ich habe da echt wenig Hoffnung. Auf Metallklaue zu machen! Ein Angriffsboost, das will ich mehr als genug. Ich muss Morgengrauen machen, wenn er mich jetzt grittet, bin ich down. Mir fällt jetzt erst auf Bonbon. Also Papinella kann Morgengrauen und Papinella. Pudox hatte Mondschein. Windstoß. Metang tut mir gefallen und geh einfach schnell drauf, ja? Geht daneben, das ist gut. Daneben gehen ist vom Gegner aus immer gut. Achso, du könntest übrigens mal wieder paralysiert sein, weißt du das? So Vollpara kriegen. Nee, scheint nicht zu funktionieren. Aber ich. Ja, komm, das reicht aus. Das reicht aus. Okay. Alles klar. Das war kein schöner Kampf. Marzipan, Level 21. Shillock. Da muss ich jetzt drin bleiben. Ich fürchte, ich muss mich aber sogar nochmal heilen. Ich bin nervös. Zauberblatt, ja. Könnte reichen, aber ganz ehrlich, ich traue mich nicht. Jetzt kommt's Eiszahn oder sowas. Okay. Eieiei. Metern, uncool. Ganz, ganz uncool. Ich habe ja nichts, was ich wirklich gegen Metern. Wobei doch, im Georg. Das könnte mit Metern kurz einen Prozess machen. Aber sonst. Kein guter Gegner für unser Team. Okay. Okay. Schön, das bedeutet, ich werde jetzt rausrennen, mich wieder heilen, mir am besten nochmal so 200 Millionen Tränke kaufen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal hier wieder und versuchen mal in diesem Versteck weiterzukommen. Die Rockets machen mich nervös, das ist eine völlig neue Erfahrung für mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.